Guten Abend, Mitbürgerinnen und Mitbürger. Herzlich willkommen zu unserer nunmehr 624. Montagsdemo hier auf dem Schlossplatz und wiederum unter dem Motto: Ihr kriegt mich nicht los, wir euch schon. Unser Musikbeitrag kommt heute von La Rodenia mit Alexandra Simon Rateike und Robert Rateike aus Bad Liebenzell-Monachan. Und wie ihr wisst, denn das Herz des Flamenco schlägt ja bekanntlich auch im Nordschwarzwald. Ja, wir sind gerade vom Schwarzwald losgefahren. Wir sind von der Gruppe La Rodenia aus Bad Liebenzell. Und wir hatten 14 Grad, ein bisschen kühler als hier. Und es hat geschüttet aus allen Kanälen. Jetzt sind wir richtig froh, hier im Trockenen und Warmen zu sein. Und wir bringen ein bisschen spanische Musik mit. Das ist das Stück, was wir spielen, ist ein Tangos. Wer den argentinischen Tango kennt, wird wahrscheinlich vermuten, es klingt anders, aber der spanische Tango ist ein ganz anderes Thema. Ich beginne mit einem musikalischen Thema, nur mit der Gitarre. Das ist ein Stück, das der Gitarrist Moraito eigentlich komponiert hat. Ich habe das so ein bisschen abgewandelt, eine sehr schöne Sache. Und danach wird die Alexandra dann einfach den Tangos auch tänzerisch begleiten. Viel Spaß! Thank you.
Margarita de Pone. Oh, dimmi quale cara, con l'orecchietta di pone, se io ti miro alla cara, sopra l'aiuto di capione. Se io ti miro alla cara, sopra l'aiuto di capione. Le volevi una fila, le volevi una fila, soffritto me miraro, capito me pendiero, e alla cárcel me llevavo, alla cárcel me llevavo. Mi amore no sé che ti viene, si mi denama y salir no puedo, ay amo maquillero, ay amo capitera, puedo, ay amo maquillero, ay. No puedo, porque no va a ir o medio, hay amor con mi late y no puedo. Welcher ja, wie immer, für seine spannenden, und diesmal sind sie wirklich spannend, und auch satirischen Reden bekannt ist. Nicht vergessen möchte ich auf alle Fälle um Spenden an unsere Spendensammlerinnen und Sammler. Wir sind wirklich, wirklich ganz dringend auf eure Spenden angewiesen. Herzlichen Dank dafür. Unser Demozug geht wie immer ausgehend vom Schlossplatz weiter auf die Königstraße, rechts die Baumallee entlang, auf dem Gehweg vor der Mahnwache, und dort endet die Demonstration mit dem Schwabenstreich. Nun aber, wie schon früher, habe ich wieder eine Notiz aus der Provinz. Nicht vom Remssaal, wo ich herkomme, von Kern 21, sondern von Sigmaringen. Sigmaringen, ein Kreisstädtchen mit herrlichem Schloss, liegt am Ende des einmaligen Donaudurchbruchs, wogegen der Bahnhof dort ein absolutes Trauerspiel darstellt. Das Bahnhofsgebäude ist zwar schön, aber, wie zu erwarten, typisch Deutsche Bahn, total heruntergekommen. Folgendes ereignete sich im Juni 2022 laut der Schwäbischen Zeitung. Das passt gut zu dem Redebeitrag vor einer Woche von Sigrid Angermann
über die Schwierigkeiten von Behinderten beim sogenannten Bahnfahren. Sie berichtet ja ausführlich darüber. Ich zitiere nun auszugsweise aus der Schwäbischen Zeitung. Rollstuhlfahrer haben am Sigmaringer Bahnhof ein Problem. Einen Fahrstuhl gibt es derzeit nicht, stattdessen jede Menge Treppen und Gleise. Nur Gleis 1 direkt am Bahnhof ist barrierefrei. Ein Mann wollte mit 3 Betreuerinnen und 3 Rollstuhlfahrern das Planetarium in Stuttgart besuchen per Zug. Dieser sollte ab Gleis 2 abfahren, das nur über Treppenstufen erreichbar ist und nicht über diese komischen Fahrtreppen. Also eine leicht abenteuerliche und anstrengende Aktion. Die 3 Damen waren froh, dass ein Mann dabei war, da sein Sohn ebenfalls einen Rollstuhl benötigt. Bei der Frage, ob das Personal der DB beim Einstieg in den Zug helfen könne, ausreichend vorher, sei eine Absage gekommen, weiter vorab müsste eine Anmeldung kommen. Andere Passanten hatten schließlich ihre Hilfe angeboten. Nebenbei bemerkt, ich hatte schon darüber berichtet, im Remsal hatten wir auch schon Aktionen mit der S-Bahn mit Behinderten der Diakonie in Städten durchgeführt. Diese ausreichend vor der DB angemeldet und um Unterstützung nachgesucht. Wie zu erwarten, es stand niemand zur Verfügung. Als wir das mal gemacht hatten, hat die S-Bahn von Stettenbeinstein nach Schorndorf 20 Minuten Verspätung. Also wir haben dann gedacht, wir kriegen jetzt eins aufs Dach. Es hat sich aber leider niemand gemeldet. Aber weiter nach Sigmaringen. Doch das Problem war nicht behoben. Ein kurzfristiger Gleiswechsel von Gleis 2 auf Gleis 1 kam noch dazu. Die Überraschung war perfekt und man konnte den aufkommenden Stress in allen Gesichtern der Gruppe sehen. Auch im Hinblick auf die vorige Nachfrage beim Personal der DB, bei der das nicht mitgeteilt worden ist. Entsprechend musste die Gruppe mit den 3 Rollstühlen schnell wieder die Treppen herunter und auf Gleis 1 hinauf. Was aber, wenn der Zug bei der Rückfahrt nicht auf Gleis 1 ankommt? Es gibt mehrere Gleise, wie ich schon sagte, und die sind alle nicht barrierefrei. Schon mehrere Jahre ist die Rede davon, den Bahnhof barrierefrei zu machen. 2020 dann ein Lichtblick, es gäbe ein Modernisierungsprogramm seitens des Landes, Stadt und der DB. Doch seitdem herrscht wieder Stillstand, ein peinlicher sogar. Stadt und Bahn widersprechen sich, ob es überhaupt schon Gespräche gab. Vor 2024 bleibt das offenbar auch so. Wir kennen ja das. Sodele, genug von der professionellen Brudelei. Jetzt kommt jemand auch, der ist ein bisschen aus der Provinz, aber Dieter Reicheter und hat ein sehr spannendes Thema mit dem Titel, hat er gegeben, Hollywood im Staatsministerium, Drehbuch für Lügenmärchen von Mappus entdeckt. Wer war nochmal Mappus, lieber Dieter? Schönen guten Abend. Jetzt war schon so ein freundlicher Empfang und so viel Beifall. Dann möchte ich mich am Anfang schon, machen wir es sonst am Schluss, aber am Anfang schon bedanken für die tollen, tollen Reaktionen in den letzten Tagen. Es war so unglaublich, dass ich um Verständnis bitte, dass ich gar nicht alles beantworten konnte bisher. Ich hoffe, ich kann es nachholen, aber herzlichen Dank an alle. So, liebe Freundinnen und Freunde, heute will ich eine Dichterlesung halten. Wir sind ja bekanntlich das Land der Dichter und Denker. Deshalb fangen wir einmal mit dem Denken an und ich frage euch nachher etwas. Und zwar, ein Terrorist stellt die Anleitung zum Bau einer Bombe ins Internet und schreibt dazu, ich weise aber darauf hin, dass der Einsatz von Bomben gefährlich und verboten ist. Ein anderer Terrorist baut nach dieser Anleitung eine Bombe und zündet sie im S21-Tunnel.
wegen mangelhaften Brandschutzes sind dann leider alle Zuginsassen tot. Der Terrorist, welcher die Bauanleitung veröffentlicht hat, wird wegen Beihilfe zum Mord angeklagt und verteidigt sich dann vor Gericht. Er habe doch darauf hingewiesen, dass man keine Bomben einsetzen darf. Nun kommt meine juristische Frage an euch. Wird dieser Angeklagte freigesprochen? Was meint ihr? Ja! Nein, der wird verurteilt. Also, nach dieser Einleitung wird es jetzt aber noch schwieriger, weil wir es nicht mehr mit Terroristen zu tun haben, sondern mit besonders anständigen, hochbezahlten Staatsdienern. Und die besonders Anständigen raten ihrem obersten Chef, wie er vor einem Untersuchungsausschuss eine besonders gute Aussage machen soll. Sie schreiben ihm also auf vielen Seiten haarklein auf, was er sagen soll. Damit das auch in das Gesamtbild passt, schreiben sie in ihren Entwurf auch ganz genau, was alle anderen Zeugen ausgesagt haben. Ferner überlegen sie sich, welche Fragen an ihren Boss gestellt werden könnten und was er dann dazu am besten sagen sollte. Der eine von ihnen schreibt sogar einen ellenlangen Vermerk darüber, was er selbst zur Entlastung des Chefs ausgesagt hat. Nur zum Verständnis, wir reden von einer Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss eines Landtags. Nach dem Gesetz müssen Zeuginnen und Zeugen dort genauso die Wahrheit sagen wie vor einem staatlichen Gericht, ist ja eigentlich klar, und werden genauso bestraft, wenn sie lügen. Das wissen die braven Staatsdiener und schreiben deshalb in das Konzept für ihren Chef folgenden Hinweis. Jetzt kommt's wirklich. Die vorgeschlagenen Aussagen sind lediglich eine Anregung. Sie spiegeln den Eindruck der bisherigen Zeugenaussagen wider. Entscheidend für eine wahrheitsgemäße Aussage sind ausschließlich ihre eigenen Erinnerungen. Ich frage jetzt nicht nochmal euch, ob die braven Staatsdiener bestraft werden können, falls ihr Boss sich an ihre Vorschläge hält und der Inhalt seiner Aussage nicht der Wahrheit entspricht. So, das war jetzt relativ theoretisch. Für diejenigen, die immer noch nicht wissen, um was es heute geht, ich berichte heute von Drehbüchern für Zeugenaussagen und von anderen Schweinereien, die sich im Jahr 2010 im Staatsministerium unseres Landes ereignet haben. Damals war Stefan Mappus von der CDU Ministerpräsident. Und er hatte mit dem Polizeieinsatz vom 30.09.2010 im Schlossgarten selbstverständlich nichts zu tun. Jedenfalls war das die Meinung im Staatsministerium, als ein Untersuchungsausschuss des Landtags die Vorwürfe der Einmischung von Mappus aufklären wollte. Und nun kommt meine Geschichte dazu. Wie ihr vielleicht wisst, stelle ich gerne Anträge auf Akteneinsicht bei Behörden. Ja, danke. An der Stelle wollte ich eigentlich erzählen, was es sonst für Anträge gibt, aber ich musste die Rede kürzen, das habe ich weggelassen. Aber jedenfalls geht es darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Im Zusammenhang mit dem genannten Polizeieinsatz stellte ich Ende 2012 dann auch beim Staatsministerium unseres Landes einen entsprechenden Antrag. Für diejenigen, die es vergessen haben, seit 2011 sind dort die Grünen an der Macht. Was nichts daran änderte, dass die Einsicht in viele Dokumente verweigert wurde. Allerdings konnten mein Mitstreiter Gerd Meisel und ich in tagelanger Arbeit trotzdem tausende von Dokumenten sichten und einscannen, die schon damals erheblichen Wirbel verursachten. Man denke nur an die Richterin,
die aufgrund eines persönlichen Schreibens an Mappus als befangen enttarnt wurde und keine Strafsachen mehr gegen S21 Gegnerinnen und Gegner bearbeiten durfte. Umso spannender war dann, was denn eigentlich in den Dokumenten steckte, die wir nicht sehen durften. Also legte ich zunächst einmal Widerspruch gegen die ablehnende Entscheidung ein. Daraufhin erhielt ich Zugang zu einem weiteren Teil der Dokumente. Für andere Unterlagen blieb es bei dieser Ablehnung. Nun blieb nichts anderes mehr übrig, als den Klageweg zu beschreiten, heißt es bei uns Juristen. Das tat ich dann auch. Die einzelnen Urteile lasse ich weg, die habe ich auch aus dem Konzept gestrichen. Ich erwähne nur, dass sich das Verwaltungsgericht Stuttgart, anschließend der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg mit meiner Klage beschäftigt haben. Übrigens beteiligte sich auch die Deutsche Bahn AG an diesem Prozess. Sie hat ja nichts Besseres zu tun. Kein Wunder, dass es bis zur jetzigen vollständigen juristischen Klärung fast 10 Jahre dauerte. Ein Teil ging jedoch schneller. Vor 3 Jahren wurde mir die Einsichtnahme in die Kommunikationsstrategie des Landes zu S21 vom Bundesverwaltungsgericht zugesprochen. Ja. Bei der Einsichtnahme stieß ich dann auf die tolle Idee, dass man die Fantastischen Vier und den VfB Stuttgart als Werbeträger für Stuttgart 21 einspannen wollte. Nun also habe ich endlich auch die Einsicht in die restlichen Dokumente des Staatsministeriums erkämpft. An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei meinen Freunden Gerd Meisel, Robert Vogt, Rechtsanwalt Frank Ulrich Mann aus Freiburg für die Unterstützung im langen Kampf von David gegen Goliath bedanken. Vielen Dank, die haben den Beifall verdient. Der Robert Vogt ist auch irgendwo unter euch. Was aber stand in den fast 12 Jahren lang geheim gehaltenen Unterlagen? Dabei ging es zum einen um die Unterlagen zum Untersuchungsausschuss wegen des Polizeieinsatzes vom 30.09.2010. Zum anderen handelte es sich um Dokumente zum sogenannten Schlichtungsverfahren unter Heiner Geißler. Vorab, die Unterlagen machten nicht gerade den Eindruck, als ob sie vollständig wären. Wäre ich böswillig, könnte ich vermuten, dass manches Belastende nach der von der CDU 2011 verlorenen Wahl vernichtet wurde. Aber auch so war es noch schlimm genug. Das Thema meiner Rede, ihr habt es gehört, erinnert an Hollywood. In der Tat hätte ein Drehbuchautor die Geschichte nicht besser erfinden können. Da geht es doch tatsächlich um Menschen mit Bildung und Anstand, so nehme ich wenigstens an, die vor dem Untersuchungsausschuss als Zeugen aussagen sollten. Ein Zeuge muss alles wahrheitsgemäß berichten, er darf nichts dazu erfinden und nichts Wichtiges weglassen. Genauso habe ich es immer allen Zeugen erklärt als Richter bei der Vernehmung. Das gilt für alle. Man dürfte also annehmen, dass auch gebildete Herren das wissen und sich daran halten. Die von mir eingesehenen Dokumente sprechen aber eine ganz andere Sprache. Demnach hat man sowohl für den damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus als auch für dessen Staatssekretär Hubert Wicker regelrechte Drehbücher für ihre Vernehmungen geschrieben, mit sogenannten Eingangsstatements sowie ausführlichen Informationen zu den Aussagen der anderen Zeugen. Man hatte es, wie sich aus den Dokumenten ergibt, extra so gelegt, dass die anderen Zeugen zuvor vernommen wurden und man ihre Aussagen berücksichtigen konnte bei der Vorbereitung.
Ja. Ob diese anderen Aussagen wahrheitsgemäß oder Teil eines Zeugenkomplotts waren, steht auf einem ganz anderen Blatt. Jedenfalls war es mit diesen Informationen und Vorschlägen wunderbar möglich, die Aussagen von Mappus und Wicker entsprechend anzupassen. Neben den Drehbüchern für beide fand ich auch einen besonderen Vermerk, was Polizeipräsident Stumpf am besten sagen sollte. Es ging um den Vorwurf, Mappus habe bei einer Besprechung am Nachmittag des 29.09.2010 im Staatsministerium Einfluss auf diese Entscheidung genommen, den Polizeieinsatz am nächsten Tag von 15 Uhr auf 10 Uhr vorzuverlegen. Stumpf sollte nach diesem Vermerk aussagen, er habe sich schon vor der Besprechung für die Verlegung entschieden und das tat er dann auch. Doch zurück zu Mappus. Im Drehbuch stand fettgedruckt Folgendes, das lese ich jetzt wieder wörtlich vor. Hinweis für MP, ihr in der Sitzung gemachtes Angebot, gegebenenfalls selbst mit verschiedenen MPs zu sprechen, um zusätzliche Kräfte aus anderen Ländern zu gewinnen, wurde bislang von keinem Zeugen der Besprechung thematisiert. Erstaunlicherweise erwähnte Mappus in seiner Aussage dieses Angebot nicht. Ich gehe davon aus, er hat das lediglich vergessen und nicht absichtlich verschwiegen. Ja, jetzt dürft ihr lachen. Und dann leistete sich Mappus einen freudschen Versprecher und erwähnte Protokolle des Polizeipräsidenten Stumpf. Dazu stellte der Obmann der Grünen, Udis Kerl, ihm folgende wörtlich zitierte Frage. Habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass Sie Protokolle des Herrn Stumpf gelesen haben? Oder war das, Sie hatten vorhin was von Kenntnisnahme von Protokollen über Aussagen des Herrn Stumpf gesagt? Die Antwort von Mappus dazu war, jetzt auch wieder wörtlich, Protokolle von Herrn Stumpf habe ich nicht, nein, also weder in der Vergangenheit gehabt, noch habe ich sie gegenwärtig. Tatsächlich waren ihm aber die Aussagen des Polizeipräsidenten Stumpf in allen wesentlichen Teilen aufgeschrieben worden. Man kann jetzt spekulieren, warum die Regierung unter Kretschmann so lange die Herausgabe dieser brisanten Dokumente an mich blockiert hat. Wollte man die Vorgänger und jetzigen Koalitionspartner schützen? Ich habe es mit Fragezeichen. Jedenfalls sind alle etwaigen Straftaten inzwischen verjährt. Leider. Und alle behalten weiße Westen. Und schon sind wir beim nächsten Thema. Es geht um die Unterlagen zum Schlichtungsverfahren. Dazu wurden mir zwei Vermerke vorgelegt. Beim zweiten sieht es so aus, als ob der Schluss fehlt, aber mehr gibt es angeblich dazu nicht. Doch schon der erste Vermerk vom 10.11.2010, überschrieben als vertraulich, hat es in sich und ist mit drei Seiten auch vollständig. Wir haben das ja inzwischen veröffentlicht, ihr könnt es nachlesen. Frei nach Goethes Faust, erster Teil, sage ich dazu, Heiner, mir graut's vor dir. Denn der Öffentlichkeit wurde damals weisgemacht, dass es sich um einen objektiven Faktencheck handelte und Stärken und Schwächen des Projekts objektiv geprüft werden sollten. Umso erstaunlicher ist der Inhalt dieses Vermerkes, denn der belegt, dass die Landesregierung schon 2010 die Schwächen des Projekts kannte, welche ja bekanntlich von ihr im Schlichtungsverfahren gleichzeitig bestritten wurden. Ebenso klar war der Landesregierung, dass die zu erwartenden Kostensteigerungen nicht finanziert waren und Land, Stadt, Bahn und Bund würden nachzahlen müssen, so steht es genau drin.
Ich erinnere daran, dass zur Volksabstimmung im Jahr danach genau das Gegenteil behauptet wurde. Und bis heute wird offiziell immer bestritten, dass die Projektbeteiligten sich an den Mehrkosten beteiligen müssten. Im Gegenteil ließ man sich jetzt sogar von der Bahn verklagen mit der Behauptung, die Bahn müsse die Mehrkosten alleine tragen. Besonders infam ist auch die Idee, die Behebung der schwerwiegenden Mängel des Projekts könne man in der Schlichtung als Kompromiss verkaufen und dann die Projektgegner für die Kostensteigerungen verantwortlich machen. Der Schlichterspruch sollte wirklich zu einer Lebensversicherung für die Regierung umfunktioniert werden. Und er sollte zwischen Heiner Geißler und den Projektträgern sogar vorab vertraulich abgestimmt werden. Seine Vorschläge sollten uns Gegnern nicht recht geben, war ausdrücklich vorgesehen. Und das Fazit der Landesregierung lautete wörtlich: Wir wollen und brauchen den Erfolg der Schlichtung. Deutlicher kann man nicht zeigen, dass es um Machterhalt und nicht um einen guten Bahnverkehr ging. Bei dem Ganzen fällt auf, dass sich in all den Jahren nichts zum Besseren gewandelt hat. Genau wie damals werden auch jetzt schwerwiegende Mängel verschwiegen, wie die mangelhafte Leistungsfähigkeit und der fehlende Brandschutz. Und wieder werden Gründe erfunden, warum teure Nachbesserungen nötig seien. In diesem Fall ist es jetzt der Deutschlandtakt, der angeblich zu weiteren Zusatzbauten zwingt. Die haben fast den gleichen Umfang wie Stuttgart 21. Und wir nennen sie deshalb das zweite Stuttgart 21. Ich erwähne nur den zerstörerischen und klimaschädigenden Pfaffensteigtunnel. Da haben wir ja neulich auch extra oben demonstriert mit Landwirten zusammen. Das war sehr beeindruckend. Immerhin können wir uns nach diesem aufschlussreichen Blick in die Trickkiste der hohen Herrschaften besser wappnen für den weiteren Kampf, der noch lange nicht zu Ende ist. Bei alledem sollen die unten bleiben und wir bleiben oben. Dankeschön. Einen herzlichen Dank an Dieter Reicherer und seine Mitstreiter. Man muss die Personen einfach bewundern, dass sie 10 Jahre durchgehalten haben. 10 Jahre. Und das ist doch wirklich nochmal einen Sonderapplaus wert. Sag ich es mal so salopp, wenn wir schon beim Tunneln sind. Mir ist noch eine Brudelei zu oben gekommen, natürlich auf höchster Regierungsebene, und zwar Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Allein sein Name ist ja schon Programm. Hatte auf halber Strecke seiner Amtszeit eine blendende Idee, scheinbar. Er wollte der Errichtung der E-Schnellladesäulen Säulen auf die Sprünge helfen. Also ersann seine CSU-Leute und er etwas, es nannte sich Game Changer oder standesgemäß Deutschlandnetz. Und jetzt hört man her, bis 2023 sollte ein Geflecht aus 10.000 Ladepunkten höchster Reife in unserer Republik installiert werden. Die schaffen nicht mal 5G, wo wollen sie denn das machen? Ganz egal, wie dicht oder dünn eine Region besiedelt ist. Dafür sollten 2 Milliarden Euro in die Hand genommen werden.
Um den Dingen den richtigen Dreh zu geben, zauberte Scheuer daher ziemlich lukrative Anreize aus dem Hut. Nun droht dieses Deutschlandnetz unter die Räder zu kommen. Und seine regierungsamtliche Pleitebilanz um ein Spätwerk des Scheiterns noch erweitern. Mehrere große Ladesäulenbetreiber haben Beschwerden bei der EU-Kommission eingereicht, um das Vorhaben kurz vor der Umsetzung zu kippen. Steckte man die so verpulverten Milliarden in den Ausbau der Bahn, würde den Schienenverkehr zur echten Alternative zur Straße ertüchtigen, wäre dem Planeten um ein vieles mehr geholfen. Nun aber, genug gepuddelt zum Musik und Tanz und Gesang La Rodenga. Ja, schön, dass wir wieder da sein dürfen. Ja. Die Hitze der letzten Wochen hat uns dazu veranlasst, von Spanien ein Schiff zu nehmen und über den Atlantik rüber zu gehen nach Brasilien. Das entspricht, glaube ich, die Hitze der Copacabana mehr als was wir jetzt gerade hier haben. Und danach spielen wir noch ein Stück, da gehen wir wieder zurück nach Spanien, nach Sevilla. Und da gibt es eine schöne Strophe, La Noche de la Tormenta, die Nacht des Sturmes. Und ich hoffe, dass das hier alles an uns vorbeizieht. Gehen wir erstmal nach Brasilien. Seriana. A la puerta de Toledo, May, me tengo celo. Tengo celo. A la puerta de Toledo, May, me tengo celo. A la puerta de Toledo, May, me tengo celo. Tengo celo, porque se cita con otro a la mujer que yo la quiero. Porque se cita con otro a la mujer que yo la quiero. Enemigo.
radio, alla misma hora, alla misma hora, estaba durmiendo con otra persona. Me decía que iba a mi llama y me engañaba. Einen herzlichen Dank an La Rodelia aus dem Nordschwarzwald. Jetzt noch kurz zwei Ankündigungen mit Terminen, und zwar Anti-Atom-Radtour am Sonntag, dem 21.08. Die startet im Löwentor um 15.30 Uhr und in der Nordbahnhofstraße danach Willkommenskundgebung am Schlossplatz, also hier gegen 16 Uhr. Und am Montag, dem 22.08., also Montagsdemotag, ist die Kundgebung um 13 Uhr vor dem Umweltministerium am Kernerplatz oben. Und danach S21, Montagsdemo 18 Uhr mit dem Redner Friedrich Erbacher. Und da kommen die Leute auch dazu. Und jetzt noch etwas, Flaneursalon, nicht weltbekannt, aber gut bekannt, findet im Garten der Gaststätte Ratze in Stuttgart-Geisburg statt mit Erik Gauthier, Jens-Peter Abele, Katharina Horvath, Frank Beckenmann, Sebastian Mare und erstmals mit dem Satireautor Cornelius Wehm-Ettle. Karten gibt es im Schlesinger und auf dem E-Mail ratze.str@gmail.com. Okay? Und ich erinnere nochmal, der Demozug endet an der Mahnwache auf dem Gehweg mit dem Schwanenstreich. Und nun startet der Demozug. Ich wünsche euch allen vielen Dank fürs Kommen. Einen schönen Abend, guter Verlauf im Demozug und wie gesagt, oben bleiben.